Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Hopfach. So, und wir müssen heute mal noch so ein paar Sachen erledigen, die jetzt noch liegen geblieben sind. Zum einen brauchen wir hier Saatgut für das Maschinchen, damit wir hier weitermachen können. So, wir bringen erstmal den kleinen Bucher hier wieder weg vom Feld. Einmal hier hoch. So, dann geht das hier weiter. Spurweise sind deaktiviert, ja. Gut, dann müssen wir hier weitermachen. Ja, da ist der Kurs wieder gelöscht. Das war Feld 95. Sehen. Sehen Feld 95, 9 Meter, genau. Der ist am Arbeiten. Wo waren wir noch? Wir hatten hier. Genau, wir wollten hier Paletten und Flaschen holen. So war das. Muss ich mal gucken, wir haben hier drei drauf stehen schon. Dann muss ich mal gucken. Autoload anmachen. Dann holen wir hier einfach mal noch ein paar raus. Also wenn wir drei, dann haben wir jetzt fünf. Das sollte aber, glaube ich, auch erstmal reichen. Die lassen wir einfach hier runter und dann nehmen wir die mit dem Anhänger einfach auf. Das geht ja auch. Wenn wir denn die Anhängekupplung treffen, na gut, wir sind daneben. So, jetzt aber. Wie war das? Ja. Muss ich mal gucken, wir haben hier den großen, also den doppelt beladenden Anhänger. Das heißt, da müssen wir dann vorsichtig sein mit dem, was wir aufladen. So, Flaschen. Flaschen waren, glaube ich. Na. Jetzt, ich muss erstmal hier ein bisschen freien Blick haben. So, dann holen wir mal ein paar Paletten mit Flaschen ab. Da müssen wir vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht zu viele uns schnappen. Ja gut, es sind auch nur noch 8 da. Guck mal, wenn wir jetzt hier einfach so zück, zück, zück. Die vom Spawner wollen wir nicht haben. Das heißt, jetzt haben wir 2 genommen. Wenn wir jetzt nochmal auf der Seite längs fahren, dann haben wir nochmal 2 und dann sollte das reichen. So. Ich muss immer mal gucken, was hier fehlt. Leerpaletten. Ja, gut. Ja, können wir jetzt nicht machen, weil wir die, die wir jetzt drauf haben, die brauchen wir ja. So, dann ab wie geht's zum Gewächshaus. Wobei ich da jetzt aber, glaube ich, die Palettengabel wieder tauschen werde gegen die einfacher, damit das ein bisschen präziser zum Arbeiten ist. Das ist, glaube ich, sinnvoll.
Ja, dann mit 42 hier durch die Gegend. So, der Klaas Axion ist fertig. Das ist der Hopfenanseher. Sehr schön, sehr schön. Aber warum der Fendt noch nicht so weit ist, wundert mich jetzt auch ein bisschen. So, hier liegt auf jeden Fall mal die Palettengabel, die andere. Das heißt, wir schmeißen unsere mal weg. Oh, das ist alles hier so eng. Wir machen, glaube ich, mal ein bisschen größeren Bogen, damit wir da besser rankommen an das Ding hier. So, guck mal. Angekuppelt. Und dann geht's weiter. So, der andere ist auch fertig mit Ansehen. Sehr schön, dann ist unsere Ansehphase beendet für heute, ne, für diese Saison sogar. Ja, wir haben nichts mehr. So, da stellen wir den jetzt mal hier hin. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir brauchen den Hänger und wir laden ab. Und wir kuppeln den Hänger ab. So, dann Autoload für die Palettengabel an. Dann stellen wir einfach mal hier noch jeweils eine dazu. Hier auch. Dann denke ich mal, dass das Salatgewächshaus auch braucht. Ups, komm hoch. Autosave, komm, komm. Na. Stehen eigentlich noch, dann fehlt hier aber irgendwas anderes. Warum wird hier nicht weiter produziert? Oder produzierst du? Doch, müsste eigentlich alles da sein. So, jetzt geht's noch dran, die Flaschen runterzubringen zur Saftproduktion. Jetzt habe ich hier noch ein Big Pack auch mit aufgenommen. Boah, schön. Ah, da stehen die noch da. Oh, da komme ich jetzt gar nicht vorbei. Wie war denn das jetzt eigentlich? Hier war voll. Da ist auch voll. Und da ist voll. Das heißt, wir könnten mit dem versuchen, irgendwie hier unten rauszukommen. Da müssen wir wieder so ungefähr. Dann hier raus. Ja, so geht das. Weil dann bringen wir den noch mal schnell hoch zum Ackerschacht und laden den noch mal auf.
Weil dann können wir Wasser bei der Saftproduktion noch abgeben gleich. Weil das Aufladen dauert ja eh immer eine gewisse Zeit. Deswegen machen wir das eben jetzt schnell. Und dann, ja, dann gucken wir weiter, dass wir die eben die Flaschenpaletten noch runterbringen. Und dann können wir im Grunde auch schon anfangen, die Produktionen leer zu räumen. Wir haben ja gesehen, dass die Himbeeren voll waren, die Erdbeeren im Grunde auch schon so gut wie voll. Und dann müssen wir gucken, ich glaube, ein Feld müssen wir noch düngen, wenn mich nicht alles täuscht. So, aber erstmal, du lädst auf. Du fährst einfach mal aus dem Weg. Brauchen wir vielleicht später mal. Stellen wir einfach mal hier hin. So, dann brauchen wir, wollen wir unseren den da. Das sind Mohrrüben, die kann ich eigentlich auch irgendwie mal. Gucken, dass wir die da noch dazugestellt bekommen. Zumindest mal die eine Palette. Gucken wir mal, kriegen wir die da draufgestellt? Sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber. Passt schon. So, nächste Flaschenpalette. Und dann können wir eben schon gucken, dass wir eine Fuhre für den Verkauf irgendwie fertigstellen, zusammenstellen wieder. Da gucken wir eben einfach, wo was gebraucht wird. Wir fangen praktisch mit den Himbeeren an. Da haben wir am meisten von da. So, und dann gucken wir eben, wo es den besten Preis gibt. Und dann dementsprechend packen wir einfach andere Sachen damit dazu. Ganz simpel und einfach. So, jetzt aber die anderen Paletten, die wir jetzt hier noch stehen haben. Ups, halt. Hilfe. Die stellen wir einfach hier mal an den Rand, weil die brauchen wir im Moment noch nicht. Die tun wir dann, wenn es irgendwann Not tut. Oh, die kann ich einfach hier runterschmeißen. Guck mal. Da stören sie keinen. Klar, dass wir da jetzt nicht mehr rankommen. Oh. Dann eben von der anderen Seite. Gut, können wir auch hier hinstellen. Hopp, loslassen. Und wir müssen ja jetzt nicht jede Palette einzeln hier vom Trigger holen. Das heißt, wir werden erstmal jetzt den Plattformanhänger dranhängen und mit Autoload so ein bisschen schon mal was wegholen und den Rest dann eben mit dem Frontlader.
Na komm, komm. Das heißt, wir machen euch hier so. Autoload habe ich angemacht. Jetzt hängen wir da na klar an der komischen. Dingens da dran. So, ich glaube, jetzt lassen wir das dann erstmal so sein. Und ja, Mann, es ist einfach zu eng hier. Sollte auch das Autoload der Gabel wieder anmachen. So, jetzt heißt das, na, wir können das machen, das lieber über das hier. Himbeeren, 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 wo haben wir Himbeeren? Na, das ist Himbeermarmelade, Himbeeren im Dorfladen. Gurken und Tomaten gehen auch zum Dorfladen. Gut, Gurken haben wir ja hier. So, jetzt erstmal. Da, nicht in den, ich will da, ich will den da weg haben. So, Gurken. Wir werden es jetzt auch so machen, wir werden dann nicht mit dem Anhänger fahren, sondern wir haben ja beim Händler den Auflieger stehen. Das heißt, wir werden das dann einfach rüberbringen und den Auflieger beladen. Weil wenn wir noch Tomaten mitnehmen können, dann macht das doch durchaus Sinn, dass wir die Aufliegerplattform so voll wie möglich machen. Ja, es füllt sich, es füllt sich. Gucken wir mal, dass wir zumindest die Gurken noch schaffen. Das wäre so wünschenswert für den Moment. Ja, auch wenn wir jetzt wieder vielleicht eine Minute über die geplanten 20 Minuten kommen, ist ja auch egal. Ich will das hier fertig bekommen. Weil dann können wir eben morgen gucken, dass wir das einmal überladen auf die Plattform beziehungsweise da bereitstellen und uns dann eben um die Tomaten kümmern. So, komm, das ist die letzte Palette. Dann verabschiede ich mich schon mal für heute von euch. Morgen um 9 Uhr geht's wie gewohnt weiter hier auf der Hopfach. Wer möchte, kann gerne wieder einschalten. Bis
dahin, macht es gut und ja, habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.